Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch ein kleines, kurzes, spontanes Gewinnspiel für euch, denn ich habe noch ein Nachzüglerbuch bekommen von meinem XXL-Gewinnspiel. Leider hat der Verlag da mir verspätet das Buch zugeschickt, sodass ich es in meinem XXL-Gewinnspiel nicht mehr mit reinpacken konnte. Dieses Buch möchte ich euch gerne heute noch verlosen und dann war ich ja gestern auf der Buchmesse und habe dort ein Goodiebag abgestaubt, wo zwei Bücher von einer Autorin drin sind, die ich sehr, sehr gerne lese. Und ja, ich würde sagen, ich verlose euch das in einem Paket noch zusammen und wer da Bock drauf hat, kann gerne noch mit dran teilnehmen. Ich würde sagen, ich lasse dieses Gewinnspiel diesmal nur eine Woche laufen. Also haltet euch ran. Ich weiß gerade nicht, wann dieses Video jetzt hier online geht, deswegen kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, bis wann das Gewinnspiel läuft. Ich blende es euch auf jeden Fall hier unten ein. Teilnahmebedingungen sind wie immer, ihr müsst Abonnent dieses Kanals sein, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, ihr müsst in Deutschland wohnen, es ist keine Barauszahlung dieses Gewinns möglich. Und ja, falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, ich schreibe die Teilnahmebedingungen gerne nochmal unten in die Infobox. Und ja, ich zeige euch jetzt, was es zu gewinnen gibt und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Nachzüglerbuch an, was ich bekommen habe. Und zwar ist das Songbird von Anna-Rosina Fischer. Das ist ein Jugendliebesroman und ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht, denn ich kann das, glaube ich, selber gerade nicht so gut wiedergeben. Ella und Sam kennen sich schon ewig, als sie sich endlich eingesteht, dass er ihr mehr bedeutet als alles andere. Zu dumm nur, dass Sam der beste Freund ihres großen Bruders ist und dass er ausgerechnet jetzt eine Stelle als Referendar für Lehramt antritt an ihrer Schule. Und dann ist da noch die Sache mit Milo. Völlig überfordert von ihren Gefühlen setzt Ella ihre eigene Gesundheit gefährlich aufs Spiel und verletzt damit nicht nur sich selbst. Songbird ist so romantisch, chaotisch, witzig und tief traurig wie die echte ganz große Liebe. Und ja, das klingt nach einer richtig süßen Geschichte und das ist mein Nachzüglerbuch noch für das Gewinnspiel, was ihr gewinnen könnt. Achso, was ihr dafür tun müsst, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schreibt einfach gern, dass ihr dieses Paket hier gewinnen möchtet. Mehr müsst ihr nicht tun. Und ja, das wäre Buch Nummer 1. Ansonsten hatte ich ja gerade gesagt, dass ich auf der Buchmesse für euch ein Goodiebag abgestaubt habe. Und zwar war ich gestern Nachmittag bei der Meet and Read von Jacqueline Fellgut. Und die liebe Jackie hat zusammen mit noch 5 anderen Autorinnen dieses Meet and Read abgehalten. Und da wurden, wie gesagt, diese Goodiebags verteilt. Und da ist von jeder Autorin etwas drinne. Und auch von Jackie ist da was drin, was ich richtig cool finde. Und ich habe ein Goodiebag für mich mitgenommen. Da ich aber das von Jackie, was da drin ist, schon hatte, habe ich sie gefragt, ob ich noch ein zweites Goodiebag haben darf, was ich an euch verlose. Deswegen kriegt ihr das, was von Jackie ist, da drin zweimal und alles andere einmal, weil ich möchte ja mein Goodiebag auch selbst gern behalten. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, was hier drin ist. Ich habe es mir ehrlicherweise gesagt noch gar nicht angeguckt. Deswegen ist es jetzt für mich auch eine leichte kleine Überraschung, was jetzt genau hier alles kommt. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten einfach mal an. Als allererstes im Goodiebag kam mir entgegen das hier. Das ist von der lieben Mila Summers und zwar ist das ein Taschenspiegel, ein Kuli und eine Postkarte und ein Lesezeichen von ihrem neuen Buch. Wartet mal, ich weiß nicht, wie dolle das jetzt hier reflektiert. Könnt ihr es sehen? Ich denke, es geht so. Das ist auf jeden Fall von der lieben Mila Summers in diesem Goodiebag drinne. Und wie heißt das Buch? Liebe ist kein Glücksfall. Dann haben wir von Hanna Siebern eine Leseprobe zu Nublia, wie alles begann. Lesezeichen und ich weiß nicht, ob das auch als Lesezeichen gewertet werden kann. Das ist von Hanna Siebern auf jeden Fall da drin. Das tue ich mal beiseite. Ich habe Nublia damals schon gelesen. Vor langer, langer Zeit ist es schon echt eine ganze Weile her. Ich glaube, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht weitergelesen habe. Die ist auf jeden Fall eine Vampirgeschichte der etwas anderen Art. Ja, wer das gewinnt, kann ja sich die Leseprobe einfach mal angucken. So, ich habe jetzt gerade mal alles aus der Tüte geholt. Wir haben hier nochmal Hanna Siebern. Und zwar haben wir von Hanna Siebern nochmal verschiedene Lesezeichen mit im Goodiebag und Postkarten und Leseprobe und Info zu den Büchern von Hanna Siebern. Also so 2 Heftchen. Wie gesagt, Postkarte, Lesezeichen und hier ist noch so ein Schlüsselding für einen Korb drin. Seht ihr es? Geht. Stell mal scharf, Kamera, komm. Kamera, stell mal. Ja, jetzt. So. So, auf jeden Fall, das war auch noch von Hanna Siebern mit in dem Goodiebag. Jetzt haben wir noch, warte, Jackie, machen wir zum Schluss.
Dann haben wir von Michaela Schrenk, vielleicht an einem anderen Tag. Das hier ist noch mit drin. Ich weiß nicht, ob das die komplette Geschichte ist oder eine Leseprobe. Ich nehme mal an, es ist eine Leseprobe. Ich weiß es gar nicht gesagt nicht. Auf jeden Fall ist von Michaela Schrenk das hier drin, dieses niedliche kleine Heftchen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das komplett eine Geschichte ist oder nur eine Leseprobe. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mir das selber noch nicht angeguckt und auch noch nicht reingelesen oder irgendwas. Auf jeden Fall sind hier hinten auch nochmal alle Bücher von der Autorin drin. Und ja, das ist von Michaela Schrenk da drin. Ich habe ehrlicherweise gesagt von der Autorin auch noch nichts gehört oder gelesen oder gesehen. Vielleicht an einem anderen Tag. Cover ist auf jeden Fall echt hübsch, muss ich sagen. Als nächstes haben wir von der Emma Wagner hier so eine kleine Tüte. Ich habe die jetzt mal aufgemacht, dass ich mal reingucken kann, was da drin ist. Denn wie gesagt, ich weiß es selber nicht. So, wir haben hier ein Bonbon und Irish Feelings. Als ich dich traf, so eine kleine... Ich vermute mal, da sind so kleine Pfeffi-Drachés drin. Und dann haben wir von der lieben Emma Wagner auch noch Lesezeichen gesponsert bekommen. Wo ich sagen muss, die sind echt hübsch. Und ein Aufkleber von der lieben Emma Wagner. So, vielen Dank Emma Wagner für deine Spende. Wie gesagt, ich muss die Goodie-Bags, die einzeln jetzt leider öffnen, sonst kann ich euch nicht zeigen, was drin ist. Aber da ich davon ausgehe, dass überall das Gleiche drin ist, gebe ich euch dann einfach das, was in meiner Tüte drin ist. Das ist dann noch zu. So, dann haben wir hier noch ein Goodie-Bag von der lieben Sarah Sachs. Ich denke mal, die Sarah Sachs dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Das war schon offen, das Goodie-Bag. Das brauche ich nur ausschütteln. So, wir haben einen richtig tollen Kuli von der lieben Sarah. Sieht echt richtig cool aus. So. Und dann haben wir eine Autogrammkarte mit Unterschrift. Auch wieder als so rum Lesezeichen, Postkarte, noch eine Postkarte und auch ein kleines Heftchen, wo wir sicherlich alle Bücher von ihr drin finden werden, die es so gibt mit Informationen zu den Geschichten. Und, was ich richtig süß finde, diese Taschentuchpackung, die hier so bedruckt ist. Und da ist das Licht in meiner Dämmerung drauf. Das ist ihr aktuelles Buch. Und da steht drauf, als Dunkelheit über sie hereinbricht, wird sie zum Licht in seiner Dämmerung. Süß. Und ja, wie gesagt, diese Taschentuchpackung ist auch noch mit in dem Goodiebag von der lieben Sarah Sachs. Das war von der Sarah. Und jetzt haben wir noch die Jackie. Und zwar ist von der Jackie auch einmal drin ein Umschlag, den ich jetzt auch einmal aufmachen werde. Und zwar haben wir hier auch von der lieben Jackie Lesezeichen zu das Päckchen und Sehnsucht nach Sommer. Eine Postkarte von Sehnsucht nach Sommer und ein unterschriebenes Autogramm von der lieben Jackie, wo hinten auch nochmal einige Bücher von ihr drauf sind. Das ist einmal von Jackie im Goodiebag und jetzt das, was ich so mega gefeiert habe. So, warte, ich lege das aus mir rüber. Und dann hat die liebe Jackie sich echt nicht lumpen lassen und hat in jedes Goodiebag ein Buch von sich reingetan. Und als ich das hier gesehen habe, habe ich sofort gedacht, oh mein Gott, das will ich haben, ich will es an euch verlosen. Denn ihr wisst, Hashtag Folge deinem Herzen ist meine absolute Lieblingsgeschichte von Jackie. Und ich liebe dieses Buch wirklich über alles. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, haben, meins, ich will verlosen. Und das Buch ist natürlich auch von Jackie signiert. Also, wenn ihr Hashtag Folge deinem Herzen haben wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Ich finde das Buch richtig, richtig toll und da ich ja nun zwei Goodiebags abgestaubt habe, bekommt ihr noch ein zweites Buch von der lieben Jackie und zwar Die schönste Zeit des Jahres. Das ist eine so tolle Weihnachtsgeschichte. Diese Weihnachtsgeschichte beinhaltet 24 Kapitel, das heißt, ihr könntet das Buch rein theoretisch auch wie einen Weihnachtskalender lesen und die Geschichte ist auch so richtig toll und so richtig süß. Diese Geschichte bringt einen den Wert von Weihnachten auch nochmal so richtig nah und zeigt einem auch nochmal auf, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Und das Buch fand ich auch so, so süß, wo das rausgekommen ist. Und ich fand die Geschichte auch einfach so toll. Und ich finde es so cool, dass Jackie einfach mal Bücher von sich verschenkt hat. Das ist der Hammer. Das ist das, was ich an euch verlosen kann. Und wenn ihr diese beiden richtig guten, super tollen Bücher von Jackie haben wollt, dass ihr es natürlich auch signiert, dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Oder wenn ihr sagt, boah, Songbird ist genau das Buch für mich, das klingt einfach nur mega cool, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Und ja, ich verlose alles zusammen. Ich mache jetzt nicht hier zwei verschiedene Verlosungen oder so. Das heißt,
Wer gewinnt, kriegt all diese Sachen. Und ich dachte mir, ihr freut euch bestimmt nochmal darüber, wenn ich euch von der Messe auch eine Kleinigkeit mitbringe. Und wie gesagt, als ich die Bücher von Jackie gesehen habe, dachte ich sofort, ich muss euch Hashtag Folge deinem Herzen unbedingt verlosen, denn ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es nochmal ein kleines Gewinnspiel gibt. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Ich schreibe natürlich auch in die Infobox nochmal, wie lange das Gewinnspiel jetzt genau laufen wird, falls ich es vergesse, im Video einzublenden, was ich nicht hoffe. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.